Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Assassin's Creed 3. So, wir sind auf dem Weg nach Achilles, glaube ich, ja, um unsere nächste Mission anzunehmen oder Bericht zu erstatten, was geschehen ist. Wollten mal gucken, was er sagt. Wer er sagt, das ist ein schöner Ausblick hier oben, ja. Bei den Nebel sieht man nämlich nichts. Ah, okay. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Okay. Redun Hagedum! Redun Hagedum! Kanindoko! Was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Wie ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall zurück nach Hause reiten, zurück, um eben halt den Verkauf unseres, oder den Kauf unseres, ja, Dorfes sozusagen zu verhindern. Na gut. Dann mal nichts wie hin. Hier haben wir nichts zu bequatschen, das heißt, ja. Dahin. Achso, wir reisen jetzt dahin. Okay, okay, okay. Okay. Ach, dann werdet ihr jetzt gleich das Grenzland sehen. Stimmt ja. Wie vollgepflastert das jetzt mit Sachen sind, die ich noch finden kann. Bisher habe ich noch keine Zeit gefunden, das zu machen. Na gut, das Pferd holen wir gleich auf der anderen Seite. Und der nächste Ladebildschirm. Tut mir leid. Ich dachte, man reist schon ins nächste Gebiet hinein. Aber wir waren ja immer noch in der Siedlung. Jetzt sind wir draußen, genau. War das Pferd nicht gerade weiß? So. Oh, ist ja nicht weit. Ja, wie ihr seht. Das ist noch alles, ups. Alles noch zu finden und zu machen. Habe ich noch so einiges vor mir. So, ab hier runter. Okay. Verhandlungen mit dem Feind. Sie nagen ja der Rad, die Ganusse, den Johnson, sie und ja der Rockstar. Guahigan, sie wat ne Ganun hat um Hagedum. Da guah der Hardat guah Ganto. Also, das Gewässer wird drüben gut bewacht. Er soll auf uns warten. Gut. Ah, ich sehe schon da drüben. Zwei Leute, drei. Eins, zwei, drei. Guck mal, da können wir hoch. Dann wär's doch. Juhu! Bären! Ein Moment. Das muss ich. Diese Chance muss ich ergreifen. So. Okay, und? Wow! Das muss ich nutzen.
Entschuldigung, aber... Ja. Um so einen Bär zu bekommen. Ja, yeah, cool. Ich habe Bären bekommen. Weil mit den Fellen kann man nämlich auch Sachen herstellen. Und das ist echt gut, weil mit diesen Bärenfellen kann ich auf jeden Fall ein paar Sachen herstellen. Schon mal sehr gut. Also wir kriegen dadurch bessere Ausrüstungsteile, können mehr schleppen. Sowas in der Richtung. So. Hier habe ich mir nämlich das ausgemalt, dass wir hier das nehmen. Hier sieht es doch ganz gut aus. Okay. Glitzert hier irgendwie. So, und... Achso, da drüben. Erstmal hoch. So. Ach, oh. Oh. Weiter geht's gar nicht, ja? Das ist natürlich Mist. Muss ich doch da drüben irgendwie entlang? Na gut. Nein. Warum machst du keinen großen Körper? Wie blöd habe ich mich denn angestellt? Okay. Nochmal ein Bär. Ich muss das machen, tut mir leid. So. Ich brauche jetzt noch insgesamt noch 3 Bären. Das musste ich einfach machen. Okay, Also da hinten können wir nicht hoch, hier, da. Das ist natürlich blöd. Ich dachte, da kann man dann weiter hoch, zack, zack und hin. Okay, wartet mal. Wenn wir... Ich versuche natürlich unbemerkt hinzukommen, ja? Und bleibt auch hier im Wasser drin, hier so. Okay. Okay. Gut. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Warte mal, einen Moment. Hey, stehen bleiben! Du bist tot! Das darf doch nicht wahr sein. Wir fallen zurück! Weil dieser blöde, eingebackte Kerl uns jetzt das versaut hat. Ja, super. Ich wollte doch es ganz gut unbemerkt einfach machen. Heikling, her mit dir! Er ist weg! Der Dreckskerl will abhauen! Der kriegt ab! Boah, ernsthaft! Warum hat er den da unten immer noch anvisiert gehabt? Die ganze Zeit. Ach, das ist...
alles Kacke, sowas. Wir sind nicht deine Brüder. Wollen wir denn nicht dasselbe? Du willst Land, das ist wahr. Land, das nicht dir gehört oder sonst jemandem. Ich will euch doch nur beschützen. Es gibt jene, die euch betrügen und manipulieren wollen. Oder schlimmer noch, sich das Land gefallen nehmen. Wir sind uns der Expeditionen, die dein Volk gegen uns ausschickt, bewusst. Machst du das, mein Volk? Wir sind alle eins. So sollten wir auch handeln. Wie? Indem wir dir unser Land überschreiben? Dann sind wir alle eins. Ewig in deiner Schuld. Sir William hat vielleicht recht. Welche Hoffnung haben wir gegen Schießpulver und Eisen? Die Geister führen uns, wie sie es immer taten. Haben sie uns nicht hergeführt? Ja, auf dass wir den großen Betrüger entlarven. Das ist ein Fehler, wir sollen unterzeichnen! Der Dreckskerl will abhauen! Du kommst jetzt her! Verdammt! Herzen! Stirb! Stirb! Greif ihn! Ich kann ja nur nichts machen! Na gut, dann... Nö, ich brauch nur eine. Ach. Nee, kann er sich nicht festhalten. Ja, da müssen wir doch den blöden Weg laufen. So. Ich bin doch hier. Okay. Naja, was soll's. Mutter. So. Oh, oh, oh. Boah. Okay. Dann noch mal ganz in Ruhe von oben. Friede, Friede. War ich nicht immer euer Fürsprecher? Habe ich nicht immer versucht, euch zu beschützen? Wenn du uns schützen willst, dann gib uns Waffen, Musketen und Pferde, um uns selbst zu verteidigen. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Stanwakes? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land um, ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei es. Ich bot euch einen Olivenzweig, doch ihr schlugt ihn mir aus der Hand. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Ja. Okay, jetzt muss ich fix machen. Dann halt so. Oh nein. Was hast du getan? Deine Intrigen durchkreuzt. Du wolltest dieses Land für die Templer gewinnen. Ei, um es zu beschützen. Glaubst du, der gute König George liegt des Nachts wach aus Sorge um das Wohl seiner eingeborenen Untertanen?
Oder dass die Stadtbewohner sich einen Dreck um sie scheren? Ach, sicher. Die Kolonisten treiben gerne Handel, wenn sie Nahrung oder Obdach brauchen. Oder wenn sie ihr Heer vergrößern wollen. Aber wenn die Mauern der Städte wachsen, wenn neues Ackerland gebraucht wird, wenn es keinen Feind mehr gibt, werden wir sehen, wie sie wirklich sind. Die Kolonisten streiten nicht mit den Irokesen. Noch nicht. Aber sie werden. Das ist der Lauf der Welt. Sie werden sich abwenden. Ja, das stimmt. Ich hätte sie stoppen können. Ich hätte euch alle retten können. Du sprichst von Rettung und doch hast du sie ermordet. Ei, weil sie nicht auf mich hören wollten. Und es scheint, du willst es auch nicht. Ayamas ne yahte hagum sare am dahyayun ne skana se zagum haje. Okay. Oh. Dann halt so. Das soll wohl ein Tanz sein, Freundchen. Oh. Ah, daneben. Ach, Mist, ja, ja. Das dauert nicht lang. Okay. Dann hole ich doch mal die Klinge raus. Das soll wohl ein Tanz sein, Freundchen. Dann halt so. Nee, halt, das wollte ich gar nicht. Na. Wieso kann ich dich nicht anvisieren hier? Naja, egal. Na gut. Aber die Kiste hole ich mir jetzt, wenn ich schon einmal hier bin. Das war alles so ungewollt, ey. Ich wollte ihn unauffällig töten und das war's, aber nein. Ach, ich hätte auch ihn vergiften können. Stimmt ja. Okay. Eins, zwei. Oh. Aber geschafft. Was? Verhandlung mit den Fremden. Ach so. Die Mission ist jetzt beendet. Deswegen wollte ich gerade sagen, hä? Was gescheitert erst? Aber nein, ist okay. Gut, gut, gut. Oh, Erinnerung 6 beendet. Okay. Dürfen eine neue. William Johnson ist tot. Und mit ihm auch der Templerplan, das Land meines Volkes zu stehlen. Doch mit dem Ende dieser Gefahr deckte ich eine neue auf. Er trug einen Brief bei sich, adressiert an John Pitcairn, mit dem Befehl, die Waffen und Vorräte der Patrioten zu vernichten. Sollte er erfolgreich sein, werden die Kolonisten ihren Widerstand aufgeben müssen. Und die Templer erlangen die Kontrolle. Solange Pitcairn lebt, besteht diese Gefahr. Ich muss ihn finden. Er muss sterben. Ja. Ich dachte, das bringt mir Klarheit oder das Gefühl, etwas vollbracht zu haben, doch ich verspüre nur Reue. Halt dich daran fest. Solche Opfer dürfen dir niemals leicht fallen. Ich musste es tun.
Nicht nur für mein Volk, auch für alle anderen, denen Johnson Leid zugefügt hätte. Es ist ein Anfang. Doch um ganz frei vom Templer-Einfluss zu sein, wirst du dich um sie alle kümmern müssen. Auch um deinen Vater. Ich weiß. Das sagst du so. Aber glaubst du auch daran? Wir bekommen Gesellschaft. Okay. Das ist es. Eine Bitte um Hilfe von Paul Revere. Die Rotröcke scheinen was zu planen in Boston. Du hast die Söhne der Freiheit wohl sehr beeindruckt. Sie halten mich irrtümlich für einen von ihnen. Bitte sag Mr. Revere, dass es mir sehr leid tut. Ich aber zurzeit nicht helfen kann. Du solltest das überdenken. John Pitcairns Name wird auch erwähnt. Wo soll ich denn hin? Das Haus von Mr. Revere in Boston. Wenn ihr wollt, so... Nein, den Weg kenne ich selber. So ungefähr. Haben wir denn hier irgendwas Neues? Nein, auch noch nicht. Okay, hätte er sein können. Gut. Naja. Ach. Wisst ihr was? Ja, genau das passiert jetzt wieder. Ja. Yeah. Folgendes machen wir wieder. Wir machen wieder Feierabend, ja? Okay. Wir sehen uns dann in Boston. Ich gehe mal davon aus, dass wir nach Boston müssen. Ups. Karte. Jo, wir müssen nach Boston rein. Das heißt, wir sehen uns in Boston wieder. Und ich werde in der Zwischenzeit das Grenzland, alle Sachen soweit einsammeln wieder. Bisschen rumstöbern. Bisschen rumjagen. Ja? Bisschen, ja, naja, meine Sammelleidenschaft wieder frönen. Und, naja, die Sammelleidenschaft bei Boston war so, ich habe 4 Stunden gebraucht, um alles zusammen zu kratzen, regelrecht. Und, naja, da muss man ja nicht zugucken, wie ich alles zusammenkratze, oder? Also, wie gesagt, wir sehen uns dann in Boston, wenn ich mit, auch mit Grenzland fertig bin mit dem Sammeln. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend. Alles Gute und bis dahin erstmal ciao, ciao euch.